In diesem Lernvideo werden wir lineares Muster sehen. Ebene vorne, Skizze und ich zeichne mir so ein Rechteck und von diesem Rechteck ein 3D-Volumenkörper. Und drauf klicke ich und öffne ich nochmal Skizze oder Sketch und gucke ich normal und zeichne ich auch hier ein Kreis und von diesem Kreis mit linear ausgetragenem Aufsatz, wenn man das ein bisschen größer so, ja, nochmal 3D-Volumenkörper. Jetzt aktiviere ich lineares Musterbefehl. Erstes möchte von mir wissen, welche Richtung. Dann klicke ich die Richtung. Andersrum kann ich mit der Pfeile Richtung ändern. Richtung 2 lassen wir erst. Feature für Muster. Entweder hier oder kann ich auch hier wählen. Dann kann ich wieder zumachen. Genau wie der lineares Skizzenmuster. Hier auch Abstand und referenzierte Kopien. Kann ich auch hier ändern. 6, 7, 8 Stück. Und 50 mm Abstand. Kann man auch 35 machen. Und dann noch 3 Stück drauflegen. Richtung 2, wenn ich diese Balken aktiviere, natürlich möchte auch von mir Richtung 2 haben, dann gebe ich auch Richtung 2 und 2 Stück, 3 Stück, 4 Stück. Wenn ich das bestätige, wird das alles gemustert sein. Das ist genau wie die beiden anderen linear Skizzenmuster. So umgehende referenzierte Kopien kann ich auch, welche die ich brauche und welche ich nicht brauche, kann ich löschen oder auf der Tafel lassen. Wenn ich das bestätige, ich habe von einem Kreis viele Muster erstellt. Jetzt Ebene vorne und hier zeichne ich einen Kreis. Feature und drauf nochmal ein Kreis, Feature und nochmal Volumenkörper. Jetzt komme ich Kreismuster. Will natürlich von mir Musterachse wählen, will haben. Feature für Muster. Ja. Das ist meine Muster. Und mein Parameter ist hier. Bei 360 Grad und 20 Stück. Und gleicher Abstand. Wenn ich nicht gleich Abstand mache, im 15 Grad, würde Abstand nehmen, dann kann ich das ändern. Dann sagen wir jetzt 270 Grad, Richtung ändern, kann ich auch. 20 Stück ist ein bisschen zu viel, machen wir 15. Und genau hier auch kann ich manche wegmachen und manche da lassen. Wenn ich das bestätige, dann habe ich auch Kreismuster erstellt. Jetzt sehen wir noch ein, und zwar kurvengesteuertes Muster. Jetzt hier zeichne ich noch mal einen Kreis, noch ein bisschen zu größer, okay. Und jetzt zeichne ich hier
So ein Spline. Und bestätigt das, klar. Lineares Muster und kurvengesteuertes Muster. Richtung ist sofort anerkannt. Sekizze 30 ist meine Spline. Gleicher Abstand. 50 Stück ist natürlich zu viel. Machen wir 5. Und machen wir jetzt 3 mm. Ich muss natürlich Feature fehlen. Das ist meine Feature. Und 10 mm. Okay, dann 50 mm. Okay, jetzt kommen wir wieder im Geschäft. Dann haben wir jetzt 70 mm. 100 mm. Jetzt, wie wir hier sehen, diese Musterung folgt diese Linie. Geht, läuft Linie entlang. Könnte man das an dem Video noch besser erklären? Ja, wir haben jetzt drei Musterarten gesehen. Die anderen werden wir auch noch sehen. Das bestätige ich erstmal. So, wie wir sehen, Kurve entlang läuft meine Muster. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis nächste Video.